Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man Klassen, Metaklassen und Objekte irgendwie in Visual Works handelt. Dann starten wir einfach direkt mal durch. Ich habe hier eine Klasse, die heißt MyClass2 und da gibt es hier oben ein paar Reiter. Am Anfang finde ich, weiß man nicht, was damit zu tun hat. Irgendwann findet man raus, dass die Instance Variables die normalen Variablen sind. Hier sind jetzt sowas und jetzt habe ich hier zum Beispiel in meinem Workspace habe ich mal ein neues Objekt davon angelegt. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, da sind meine Variablen. So. Und dann findet man irgendwann raus, hier gibt es zum Beispiel new, new. Okay, da scheint ja wohl irgendwie was mit Funktionen zu tun zu haben, weil hier ist ja auch new. Okay, dann können wir da unsere Funktionen reinmachen. Ich habe jetzt mal get4 und get3 reingeschrieben. Dann habe ich das gemacht und dann gucke ich nochmal in inspected rein und gucke hier auf methods und ja, da ist irgendwie gar nichts. Und dann will ich auch hier, jetzt mal abgesehen davon, dass es ein zweites Objekt ist, will ich das aufrufen und es passiert einfach nichts. Er versteht die Nachricht nicht. So, was ist das eigentliche Problem jetzt? Das Problem ist, dass die Sachen, die hier sind, gar nicht für die Instanz gemacht sind, sondern für die Klasse gemacht sind. Das heißt, zum Beispiel dieses New wird ja an die Klasse MyClass2 geschickt und nicht an das Objekt nachher. Wenn ich jetzt eine neue Funktion für das Objekt nachher haben will, dann muss ich das in Instance reinmachen. Machen wir mal so hier. So, und das speichern wir mal ab. Mit Steuerung S. Jetzt haben wir da mal die neue Funktion und wenn wir jetzt nochmal hier ein Inspected machen, dann sehen wir auch hier unter Methods, dass da unsere 10 dann dabei ist. Und wenn wir jetzt die Funktion hier aufrufen würden, dann würde sie tatsächlich auch was zurückgeben. Das bedeutet, dass in Visual Works das, was in der Literatur oder sowas unter Metaclass bezeichnet wird, einfach in Visual Works das Class ist. Nebenbei übrigens sind die Metaklassenvariablen die Shared-Variablen. Und das, was hier unter Instance-Variablen ist, ist das, was man vielleicht aus C++ oder anderen Java-Programmier-, also C++ oder Java so Programmiersprachen kennt, sind das ganz normale Klassenvariablen. Das darf man, wie gesagt, jetzt nicht mit denen verwechseln. Das wäre wie so eine. Die Klassenfunktionen hier. Das hier wären wie so Klassenfunktionen von einer übergeordneten Klasse. Ist ja auch, die Metaklasse ist ja auch eine übergeordnete Klasse. Na gut, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen und nicht mehr verwirrt. Vielen Dank fürs Gucken.